Training mit dem Stuhl und ihr stellt mit Sicherheit fest, ah, die sind nur zwei und sie sitzen nicht. Genau so ist es. Das Training mit dem Stuhl wird kein sitzendes Workout. Die letzten 6 Minuten schon mit mir. Das wären 6 Minuten für Büroarbeiter oder Vielsitzer mit viel Drehung, Dehnung, Rotation. Die ersten 18 definitiv nicht. Da wird Martin, der deutlich fortgeschrittenere sein. Und es wird so eine Art Potpourri aus Kraft, aber schon ein bisschen Ausdauer, dreidimensional, funktional. Seid vielleicht mal bei Martin, mal bei mir. Hängt diese 18 Minuten auch gerne eventuell mal an Dance oder so hin. Dann wird nämlich ein richtiges Stundenworkout draus. Und ansonsten legen wir los, oder? Jawohl. Wir stellen uns vor den Stuhl und mal eine lockere, langsame Kniebeuge tief. Und wieder hoch. Jetzt kann man sich, wenn man möchte, tatsächlich kurz absetzen oder eben nicht. Und ihr seht jetzt eben bei mir, ich setze mich nicht ab, aber es ist eine wunderschöne Variante für Einsteiger, die einen Squat machen und dann wissen, der Po geht nach hinten und nicht die Knie nach vorne. Und viele, viele, viele Kunden, Patienten, die auch sagen, ich fühle mich da unsicher, womöglich plumps ich. Hier könnte man plumpsen, nur noch mal so zur Sicherheit. Zur Not geht's halt auf den Stuhl. Ja, man kann auch tief, ganz kurz sitzen bleiben, abgestützt nach oben kommen, geht alles. So, wir sind auch hier schon in den letzten 15 Sekunden, weniger 10 noch. Und dann wird es zugegebenermaßen schon direkt intensiv. Folgt einfach mir. So. Ich bin so. Die Gute. Einmal noch. Okay. Jetzt gehen wir so ungefähr mit dem linken Fuß so einen halben Meter ungefähr vor den Stuhl. Das rechte Bein nach hinten. Bauchnabel nach innen. Wir machen auch langsam tief. Langsam nach unten tief und langsam hoch. Jetzt haben wir hier in der Version, die ich mache, wahnsinnig viel Belastung auf dem vorderen Bein. Ausfallschritt in dem Fall wirklich eine einbeinige Kniebeuge. Das ist, wie gesagt, schon knackig. Danach hat das Bein aber auch 2 Minuten Pause. Nennt sich Bulgarian Lunge, warum auch immer, was die Bulgaren da sich ausgedacht haben. Ähnlich wie dem Russian Twist, das wissen wir auch nicht, ja, genau. Woher das kommt. Oder eine Denmark Plank, das ist in der Seite, wo das Knie mit hochgeht. Auf alle Fälle braucht es für die Variante, wir sind Gott sei Dank gleich fertig, auch sehr viel Beweglichkeit in der Hüfte. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Noch eine Wiederholung. Tief, okay, so schön Pause fürs Bein, das macht es aber nicht unbedingt besser. Wir setzen uns nach unten tief, stützen uns ab, Beine ruhig gestreckt nach vorne, jetzt lösen wir das Gesäß, dann beugen sich die Knie automatisch. Man dips langsam, die Ellbogen beugen, hoch, nochmal. Schön die Schulterblätter weit nach hinten zusammenziehen und auch hier auf die Schultern wirklich achten. Die kommen, wenn wir weit nach unten gehen, auch gern nach vorn. Dann lieber einen kleinen Weg machen. Hoch. So, mit mir jederzeit auch mal einfach zwischendurch absitzen, Handgelenke auskreisen. Nicht gleich sagen, ich kann das nicht. Vielleicht sagen, ich kann das nicht gleich eine Minute. Aber ich kann oder ihr könnt es auf alle Fälle 2 oder 3 Wiederholungen, die dann auch nicht so tief mit Belastung auf den Beinen und dann kann man sich in Martins Level hineinarbeiten. So, perfekt. Und wir lösen nach hinten. 2 Minuten versprochen, Pause für die Beine. Jetzt rutschen wir relativ weit nach vorne am Stuhl, lehnen uns zurück. Man kann sich natürlich auch, wenn man möchte, hinten anlehnen. Wir bringen beide Beine nach oben. So. Schließen die Knie, Bauchnabel nach innen und jetzt drehen wir die Knie nach rechts und zur Mitte nach links. Und nach rechts, links. Schön aktiv den Bauchnabel nach innen oben ziehen. Pilates würde sagen, Powerhouse aktivieren, also den ganzen Rumpf aktivieren. So, ich lehne mich tatsächlich nicht an, aber ich habe die Beine deutlich tiefer als Martin, dadurch weniger Nutzung der Hüftbeuger, dadurch auch weniger Nutzung des Bauches. Wenn ihr sagt, ich möchte es mit Anlehnen machen und bin ein absoluter Einsteiger, dann gehen auch erstmal nur diese Dips. Das ist echt knackig hier. Und lösen. So, wir kommen nach oben. Wieder Bein, Seitenwechsel, das linke Bein nach hinten
zurück oder eben hinten am Boden und wieder langsam. Schöner, langsamer Weg nach unten. Wir machen hier alles in der Einheit tatsächlich langsam und sauber. So. Hier nochmal ganz wichtig, den großen Zeh vorne auch wirklich tief bohren in den Boden. Barbara hat es in anderen Videos schon ein paar Mal gesagt, da stabilisiert das Knie und als angenehmer Nebeneffekt schafft der Po auch ein bisschen mehr. So, und wir haben schon wieder über die Hälfte hier. Und dann haben wir noch eine Übung, da wechseln wir die Position und dann haben wir die erste Runde schon vorbei und es sind ja diesmal auch nur 3 Runden, das heißt ein Drittel haben wir dann schon geschafft. 2 Mal noch schön tief. Und hoch, noch einen. So, wir wechseln und gehen seitlich zum Stuhl. So, jetzt schützen wir uns mal alle hier ab. Ihr seht schon, ich starte von unten und habe ein Kissen unter den Knien. Bauchnabel nach innen ziehen, so eine lange Brettposition. Die Brust nach vorn drücken, so, solange wir statisch halten, ist es gut, aber nicht funktionell tatsächlich. Jetzt ziehen wir die Knie im Wechsel rein. Ziehen und ziehen und ziehen. Brust nach vorn rausschieben. Alle 3 Runden die Übung so ähnlich mit einer kleinen Variation, dass wir wirklich möglichst viele Rumpfmuskeln erreichen. Und wir haben die letzten 15 Sekunden. Keine 10 Sekunden mehr. Einsteiger, das Kissen in jedem Fall hinlegen und Knie eventuell absetzen. Und wir haben's auch schon geschafft. Gut. So, kommen sauber nach oben. Wieder Runde 1, wieder vor den Stuhl. Unsere Kniebeuge langsam. Tief und hoch, Hüfte strecken. Tief und hoch. Ich fede 3 Mal unten. 3, 2, 1, es geht. Tief, Mitte, tief, ganz hoch. Tief zur Mitte, tief, ganz hoch. Schön. Hüfte strecken. Nochmal, tief, Mitte, tief, ganz hoch. Tief, Mitte, tief, ganz hoch. Ich feder nur ganz sanft, aber beim Hochgehen schiebe ich schön die Hüfte vor. Hüfte, Rücken freut sich. 2 Mal noch. Einen. Und lösen. So, lock machen. So, ich habe jetzt das rechte Bein nach hinten zurück. So, ich probiere das jetzt mal und zeige eine ganz einfache Variante. Und hoch. Nochmal. Tief. So, wenn es Barbara einfach zeigt, zeige ich mal noch so eine kleine Steigerung. Gewicht bleibt auf dem vorderen Bein. Bauchnabel nach innen und kleiner Hüpfer vorn. Und tief und, und tief. Nochmal. Ihr seht es bei mir auch, ich muss wahnsinnig ausgleichen hier. Das ist schon eine wackelige Geschichte. Oh. Ich gehe einfach nicht so tief, ich feder ein bisschen nach. Lieben die Faszien eurer rechten Hüftbeugemuskulatur. Aber wir sind, glaube ich, eh gleich durch. Einen noch. Okay, und lösen. So, wir setzen uns wieder für den Trizeps. Für die Dips. So. Nach vorn. Lösen. Brust raus. Und langsam die Ellbogen beugen. Dein Weg, größer oder kleiner. Nochmal. Tief. Wer ein bisschen mehr mag, kann ja auch sein, schiebt ein Bein vor. Wer mit den Handgelenken Herausforderungen hat, kann sie seitlich abstützen, so wie ihr es jetzt bei mir seht. Bei Martin zeigen sie nach vorne, seitlich sind wir ein bisschen entlastet. So, wir haben schon die letzten 15 Sekunden. So schnell geht's. Es lohnt sich's Hinsetzen auch nicht mehr. So, 2 Mal noch, in meinem Fall einmal jedes Bein. Okay, nach oben.
So, setzen Sie wieder hier hin, Schultern locker machen, gerne am Stuhl greifen, beide Beine wieder hoch, Bauchnabel nach innen und schiebe das rechte Bein vor, zurück und links und machen wir gleich ein bisschen schneller. So. Dieses Stuhl ist hier ganz geschickt, also als kann man sich so ein bisschen nach oben aufrecht ziehen. Man sagt, nee, brauche ich gar nicht, will ich gar nicht. Kann die Arme auch vornehmen. Ihr könnt auch radeln, hat man früher gemacht. Macht man irgendwie komischerweise gar nicht mehr so. Wobei es eigentlich nicht schlecht ist. Letzten 10 Sekunden. Und lösen wir nach oben. Unser Bulgarian Squat, Split Squat, langsam, tief. Barbara macht den kleineren Weg, ich mache den größeren. So, ihr wisst, was bei mir kommt, ich springe gleich. Ich will aber rechts und links gleich viel, gleich wenig. Deswegen machen wir noch 2 Wiederholungen so. Und dann haben wir die halbe Minute intensiver mit dem Sprung. So, wer möchte? Kommt tief, Bauch schön anspannen und tief, jawohl, tief, tief und tief. So, ich schiele hier auch nebenher immer auf die Uhr. Macht auf alle Fälle die Hüftbeuger schön lang links. Eine Wiederholung noch und hoch. So, sehr schön. Wir gehen wieder, Beine locker, in unsere Stützposition. So. Brust wieder raus, Bauchnabel nach innen. Erstmal halten. Jetzt ziehen wir eben auch die Knie wieder rechts, links nach innen. Rechts und jetzt können wir ein bisschen schräger nach innen ziehen. Brustbein immer noch nach vorn schieben. Kleines Doppelkinn und immer noch so, als ob wir im Hinterkopf an die Wand drücken. Gerne, gerne, gerne schiebt man den Kopf bei diesem Stützen so ein bisschen nach vorn. Deshalb immer ganz uneitel so ein kleines Doppelkinn. Es bleibt auch nicht. Oder 3. Und. So, letzten 4 Mal. 4 und 3, 2. Sehr schön. Und lösen. Hoch. So, letzte Runde. Ich variiere das Ganze ein bisschen. Wir machen eine breite Kniebeuge. Und wieder hier. Tief. Und hoch. Tief. Hoch. Nochmal. Tief. Selbe Variante wie eben. Wir federn 3-mal unten. 3, 2, 1. Ich gehe wieder. Tief. Mitte. Ganz tief. Hüfte strecken. Tief. Mitte, nochmal, tief, nochmal, tief und tief, hoch, nochmal. So, schöner Endspurt hier, 15 Sekunden noch. Ich könnte auch jetzt in meiner Variation doch jetzt sagen, ich gehe fast bis zum Stuhl und dann komme ich wieder hoch. Und wir bleiben oben locker. So. Beine locker machen hier. Unsere letzte Runde in dem Squat hier. Bauchnabel nach innen. Wir haben sehr schön stabil. Langsam tief. Schön Gewicht nach vorn bringen. So, meine und Variante hoch. Wäre eine Rotation. Ich bleibe vorne stehen. Ich verankere den großen Zeh. Ich genieße wieder die Kraft, die Länge der Hüftbeuger. Und da mein Becken fixiert ist, kann ich die Drehung in der Brustwirbelsäule machen. Ich bleibe hier unten für die letzten 30 Sekunden und federe ganz klein, ganz intensiv. Bohr nochmal meinen großen Zeh tief, ohne, das ist wichtig, die Ferse hinten zu lösen. Ich federe auch, ich bleibe in der Drehung, Schultern tief. Noch gute 10 Sekunden. Klein, klein, die letzten 4, 3, 2, lösen. So,
Zwei Minuten ohne Beine. Wobei, stimmt jetzt tatsächlich so gleich nicht. Lösen. So, wir kommen langsam tief. Tief und hoch. Nochmal tief. Wir haben das Bein im Wechsel gehoben. Wer möchte, vor. Nochmal. Das kennen wir schon. Jetzt können wir, wer mag, schön für die Hüfte schaffen. Nehmen wir das Bein unten durchschieben. Wird auch der Weg tatsächlich unter Umständen im Ellbogen noch mal ein bisschen größer. Und so ein Blick auf die Uhr sagt noch 20 Sekündchen, das schaffen wir. Und so, noch eine Wiederholung. Tief und hoch und lock. Und sitzen. Und sitzen. So, Brust raus. Wieder uns nach hinten legen, Knie zusammendrücken. So, Hände ganz zur Brust nach vorne zusammendrücken. Und wir machen jetzt diesen Twist. Nach rechts, nach links. Nach rechts, nach links. Nach rechts, nach links. Nach rechts und das linke Bein. Vor und wechsel. Halbe Minute. Das ist irgendwie eine sehr lange Minute. Ja, habe ich mir gerade eben auch tatsächlich gedacht. Das Schöne ist aber, danach ist es auch nur noch eine Minute. Wer zwischendurch sagt, boah, ich höre auf, aufhören ist wieder keine Option, dann kann tatsächlich einfach immer ein Fuß abgestellt werden, aber wir sind auch schon gleich fertig. Zweimal noch. Jawohl, lösen. So. Letzte Mal ein Stütz und dann kommt Nein, schon... Nein, noch Bulgarian Lunge andere Seite. Danke. So. Und langsam tief und hoch tatsächlich. Und wieder die Drehung. Das wäre ja jetzt wirklich fürs Bein schade gewesen, sage ich sehr, jetzt sehr mal. Schade. Aber keine Sorge, wir haben jetzt ein bisschen verplappert, später angefangen. Wir hängen es auch hinten dran. Diese 10 Sekündchen. Wir bleiben unten federn klein. Halbe Minute. Ja, das ist schon intensiv, das spürt man auch deutlich im Gesäß. Aber alles, was jetzt wehtut, sieht morgen bombastisch aus. Spätestens übermorgen. So, wir haben die letzten 10 Sekunden. Das sind die drangehängten Zehen, wie versprochen. Und lösen, locker lassen. So, jetzt aber nochmal Stütz. Genau. So, wir haben die Knie nach innen gezogen. Wir haben sie schräg nach innen gezogen. Jetzt drücken wir die Fersen nochmal zurück und ziehen das Knie nach außen. Nach außen. Und wechseln. Ziehen. Schön stabil in der Mitte. Ziehen. Alles bei diesem Workout hier tatsächlich sehr sauber, sehr langsam, sehr kontrolliert. So, die letzten paar Sekunden und dann machen wir ein richtig schönes, dann macht Barbara mit uns einen richtig schönen Stuhl-Stretch. Genau. Eigentlich auch ein schwieriges Wort irgendwie. Einmal noch. Okay, und nach oben und jetzt dürfen wir sitzen. So, jetzt geht's auch um die letzten 6 Minuten, aber nicht im Minutentakt. Genießt das Sitzen, aufrecht sitzen. Erstmal so prinzipiell für alle Büroarbeiter oder wer viel sitzt, den Computer, was auch immer, so einrichten, dass ihr wirklich nach vorne schaut. Schon die leiseste Abweichung zu einer Seite ist eine Herausforderung für die Halswirbelsäule. Witzig, ihr könnt hier im Sitzen, wenn jetzt hier der Schreibtisch wäre und ihr drückt eure Hände auf den Schreibtisch, arbeiten die Bauchmuskeln und ihr könntet zeitgleich trotzdem etwas lesen. So, was wir jetzt hier machen, ist, wir gehen mit den Armen nach unten, die Daumen zeigen nach vorne. Eure Sitzbeine bleiben im Stuhl
Und ihr schiebt den linken Arm nach außen und den rechten Arm nach oben. Lehnt euch rüber, genießt die Länge. Verlasst mit eurem rechten Sitzbein bitte den Stuhl nicht. Und zurück. Bleiben hier dieses rechte Bein erstmal in einem Mini-Rock-Sitz, praktisch aus dem Yoga, kennt ihr wahrscheinlich dann auch schon jetzt von Martin. Den Drehsitz, der geht hier im Sitzen wunderbar. Ihr schnappt mit der linken Hand euer Bein, ihr geht hier zurück, gerne sogar am Stuhl noch nachziehen. Bleibt aufrecht sitzen, senkt die Schultern in der Rotation, tief ein- und ausatmen. Nicht nur für die Wirbelsäule gut, sondern durch den Druck auf die inneren Organe auch eine verbesserte Entgiftung. Und zurück zur Mitte. So, dann schieben wir den rechten Arm richtig tief, den linken Arm nach oben, bleibt wieder mit den Sitzbeinen unbedingt am Stuhl. Versucht so ein bisschen nachzuschieben. Und zurück zur Mitte, das könnt ihr natürlich jederzeit auch ein paar Mal wiederholen. Euer linkes Bein kreuzt schmal, ihr dreht, drückt euch hier ab. Bleibt hier tief ein- und ausatmen, gerne so ein bisschen nachdrehen. Geben die ganzen Faszien nämlich mit der Zeit nach, geht es immer noch mal ein paar Grad mehr. Zurück zur Mitte. So, man nannte es früher Kutschersitz, ich weiß nicht, wahrscheinlich heißt es immer noch so. Tut extrem gut, da darf der Minirock jetzt nicht zu schmal und zu starr sein, aber richtig entspannt nach vorne unten gehen. Die Hände gehen mit Sicherheit bei jedem Richtung Boden und jetzt vertraut quasi diesem Sitz, lasst die Schulter locker, lasst auch den Kopf nach unten baumeln. Genießt die Länge im unteren Rücken. Wenn ihr mit den Händen gut auf den Boden kommt, schiebt den Boden mit den Händen ein bisschen zusammen. Dadurch werden die Muskeln zwischen den Schulterblättern auch gedehnt. Und dann am Stuhl nach oben. Wir haben noch zwei je Seite. So ebenfalls nicht für den ganz engen Rock geeignet. Nehmt euer rechtes Bein und versucht, das ist die Außenrotation in der Hüfte, hier tatsächlich richtig das Knie tief zu bringen und vielleicht sogar die Ferse zu heben und zu senken, währenddem ihr hier Druck gebt auf das rechte äußere Knie. Und ihr spürt, durch dieses Heben und Senken wird die Hüfte bewegt, die Kapsel wieder flexibler, der wertvolle Knorpel durchsaftet. Dreht euch auch gerne nochmal nach rechts. Lösen. Und hier, soweit es geht, mit dem Oberkörper nochmal nach vorne. Auch gerne nochmal so ein bisschen nachfedern. Dann machen wir das zur anderen Seite auch gleich. Direkt im Wechsel, das ist gut. Auch nochmal so ein bisschen zum Vergleichen. Fühlt sich das gleich an oder ist hier irgendwas ein bisschen kontrakter, enger, verklebter? Gebt Druck aufs linke Knie und hebt schon mal die Ferse an. Gerne dann den Druck verstärken, verdoppeln. Und auch hier die Drehung in Richtung linkem Knie. So, ihr seht, es dauert nicht lang. Ich habe noch eine Minute, Beine schmal. Richtig schön mit dem rechten Arm runterrutschen und dann wie eine Windmühle. Die Handflächen sind hier unten zusammen und ihr dreht mit eurem linken Arm auf, drückt euch mit dem rechten Arm ab, spürt, dass es die gesamte Wirbelsäule entlang, jeder einzelne Wirbel profitiert. Schaut gerne in Richtung obere Hand. Schließt dieses Buch quasi wieder, bleibt hier unten. Nehmt hinten, Finger verschränkt, die Arme, soweit es nur irgend geht, nach oben. Legt den Oberkörper auf den Oberschenkeln ab. Entspannt den Nacken, atmet in den Bauch. Und lösen, anwinkeln und noch zur anderen Seite.
linker Arm nach rechts unten, die Handflächen zusammen. Wir drehen auf, drücken uns mit dem unteren linken Arm ab, schauen in Richtung rechter Hand nach oben. Schließen quasi dieses Buch wieder, kommen zur Mitte nach oben, kreisen mit den Schultern zurück. Und dann können wir noch kurz was für die Halswirbelsäule tun, Kinn senken. Zur Decke schauen, dabei gerne den Mund öffnen, Unterkiefer nach oben schieben, um vorne diesen Sternocleidomastoideus ein bisschen zu lösen. Und jetzt könnte es mit was auch immer weitergehen.